Also Curio ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Therapieinstrument. Stichwort, es werden da positive Hormone ausgeschüttet, wenn ich Therapien mache. Das ist für die Regeneration ganz wichtig. Ich kann es vor allen Dingen tatsächlich für die verschiedenen Bereichen, es gibt ja verschiedene Module in diesem System, anwenden. Also sowohl für die Physiotherapie als auch für die Ergotherapie. Na gut, und dann eben auch Therapieerfolge erzielen. Mein Name ist Stefan Braune, ich bin der Chefarzt der neurologischen Abteilung hier in den Dioniter Ordenshäusern. Ich bin jetzt seit 10 Jahren schon hier in der Klinik und habe als Oberarzt hier zunächst begonnen und bin jetzt seit 5 Jahren eben der Chefarzt der Abteilung. Generell, unsere Klinik ist eine große neurologische Rehabilitationseinrichtung. Die größte Abteilung ist meine Abteilung, die neurologische Abteilung mit ca. 250 neurologischen Patienten, die sich von den Phasen der neurologischen Rehabilitation bewegen. In der Phase B nennen wir das, das sind schwer betroffene Patienten, und aber auch Phase bis hin über die Phase C, sicherlich der Schwerpunkt der Station, und schon sogenannte etwas fittere Patienten, die sich in der Phase D der neurologischen Rehabilitation befinden. Das gesamte neurologische Spektrum der Erkrankungen befindet sich hier an Patienten. Wir versorgen Patienten ganz überwiegend natürlich, das ist ein Schwerpunkt, Patienten nach Schlaganfällen, weil es eine häufige, leider Gottes häufige Erkrankung ist. Also ich habe von Curio erfahren, im Prinzip nachdem ich auf der Suche war nach neuen Therapiemöglichkeiten. In meinem Fachbereich neurologische Rehabilitation legen wir sehr großen Wert drauf, oder es ist sehr wichtig, die neuroplastischen Prozesse im Gehirn zu fördern. Neuroplastizität bedeutet, dass Nervenzellen, die abgestorben sind, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, die Funktion dieser Nervenzellen zu ersetzen durch noch funktionstüchtige Nervenzellen, neue Fasern zu bilden und die Synapsen zu aktivieren. Und das geht, indem man Therapien viel wiederholt, an die Intensität herangeht. Und da ist man leider Gottes manchmal in normalen, klassischen Therapien limitiert. Und mit dem sozusagen der Funktion einer virtuellen Realität können wir gerade diese Neuronen im Hirn besser ansteuern. Das ist, so spiegelt sich auch jetzt schon in anderen Therapien wieder. Und auf der Suche nach diesem neuen Therapieverfahren bin ich eben auf Curio gestoßen. Wir sind dann, auf Curio gestoßen sind, haben wir sie kontaktiert. Wir haben einen gemeinsamen Termin vereinbart und einen Vorstellungstermin der Therapiegeräte. Wir konnten die an uns selbst erstmal auch austesten und kennenlernen. Und nach mehreren Treffen, die es dann insbesondere mit unseren Therapeuten dann eben auch gab, sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, ja, das ist ein System, das wir hier gerne bei uns anschaffen würden. Wir setzen Curio bei den Patienten ein, nach Schlaganfall hauptsächlich, aber auch bei Patienten, die jetzt mal, sagen wir, rein motorische Ausfälle haben, haben wir gemerkt, dass die da sehr gut mitarbeiten können und Therapieerfolge erzielt haben. Also bei Muskelerkrankungen zum Beispiel. Das ist zwar nicht jetzt der primäre Einsatz, aber selbst da konnten wir zeigen, dass die Patienten, insbesondere die Adhärenz in den Therapien, also sprich, wie gut arbeiten die Patienten mit und mit welchem Spaß, konnten wir da doch gute Erfolge verzeichnen. Also Curio ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Therapieinstrument. Also insbesondere der Vorteil ist, dass ich mehrere Modalitäten in einer Therapie ansprechen kann. Sowohl eben über das optische System. Ich habe einen, ich nenne ihn mal Spaßfaktor dabei, die Patienten, die dort, der ganz wichtig ist, um diese Neuroplastizität zu fördern. Stichwort, es werden da positive Hormone ausgeschüttet, wenn ich Therapien mache. Das ist für die Regeneration ganz wichtig. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich kann es vor allen Dingen tatsächlich für die verschiedenen Bereichen, es gibt ja verschiedene Module in diesem System, anwenden, also sowohl für die Physiotherapie als auch für die Ergotherapie und Logopädie bzw. Neuropsychologie. Ein weiterer Vorteil ist, es ist wirklich schnell
gestartet, das System. Es ist relativ einfach zu bedienen. Und das nach einer gewissen Einarbeitung haben das die Therapeuten auch festgestellt. Und man kann damit schnell eben Therapien durchführen. Na gut, und dann eben auch Therapieerfolge erzielen.